Hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Workout-Video. Heute gibt es eine wunderbare Einheit für deinen Oberkörper und deine Körpermitte. Ja, sei gespannt. Bevor ich es vergesse, falls du wissen möchtest, ob du übersäuert bist, ob dein Körper in der Säure-Basen-Balance ist, dich das mal interessiert, und du außerdem wissen möchtest, was du tun kannst, um in diese Balance hineinzukommen, dann empfehle ich dir, mach den Test unter diesem Video. Da findest du ganz einfach heraus, ob du übersäuert bist und bekommst von mir noch 3 Tipps, wie du deinen Säure-Basen-Haushalt in Balance bringen kannst. Yay, sehr cool. Okay, dann lass uns starten. Du siehst, hier läuft immer mal wieder jemand vorbei. Noch jemand? Espay? Genau, die wollen halt auch mal gesehen werden. Du brauchst heute wie immer nichts, außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte und ein bisschen Platz. Gut, dann lass uns starten und zwar beginnen wir im Schneidersitz. Wenn der enge Schneidersitz für dich zu unangenehm ist, hi Flappy, dann nimm deine Füße gerne nach vorne. Ja, lass die Beine locker nach außen fallen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass egal in welcher Position du sitzt, dass du aufrecht sitzt, dass du deinen Nabel nach innen gezogen hast, dass du dein Brustbein zeigst. Nimm mal deine Schultern ganz bewusst nach oben und nach hinten, unten. Nimm die Hände auf die Knie und dann schauen wir zuerst mal nach rechts und zur Mitte und nach links. Und zur Mitte, nach rechts, Mitte und nach links. Und zurück zur Mitte. Schau jetzt nach unten. Halte hier, atme natürlich weiter. Und heb den Kopf ganz langsam an und schau noch nach oben. Leg den Kopf leicht in den Nacken. Und schau zurück zur Mitte. Nimm die Schultern hoch und nach unten. Nach oben und nach unten. Zieh sie hoch und runter. Jawohl, und ein letztes Mal. Ja, dann nimm dann die Arme über die Seite nach oben, atme ein. Und mit dem Ausatmen setzt du den linken Arm nach unten und nimmst den rechten Arm über den Kopf. Zieh dich hier lang, schieb den Arm lang, also das nicht hängen, schieb ihn lang. Und spür, wie du hier den Torso aufdehnst, du auch deine Faszien hier so richtig schön in die Länge bringst. Atme ein, komm zurück zur Mitte, atme aus, mach das Ganze auf die andere Seite. Und hier, wie gesagt, die Finger, die wollen zur Decke schön lang ziehen. Atme ein, komm zurück zur Mitte, atme aus, zur anderen Seite. Hier kurz innehalten und mit dem nächsten Einatmen lehnen wir uns jetzt nach vorne und du gehst ganz locker sanft mit dem Arm und gehst zur anderen Seite und bringst jetzt den linken Arm über den Kopf. Und wieder einatmen, so als wolltest du hier vorne was wegkehren. Und ausatmen in die Dehnung. Einatmen, runde eingehen nach vorne. Ausatmen in die Dehnung. Einatmen. Und hier richtig schön in die Länge ziehen, ganz wichtig. Und mit jedem Mal spürst du, dass du viel weiter kommst. Jawohl. Und ein letztes Mal pro Seite. Und jawohl, dann kommen wir zurück zur Mitte. Senke den Arm nach unten, nimm die Hände auf die Knie. Einatmen, lehne dich nach rechts, nach vorne. Nach links ausatmen, runde ein und geh nach hinten. Einatmen, wieder nach vorne. Ja, schön lang der Rücken. Und ausatmen, jetzt kannst du einrunden. Einatmen und aus.
wollen. Wir ändern die Richtung. Ein und aus. Gut, und ein letztes Mal. Und dann richten wir uns in der Mitte wieder auf. Heb deine Arme zur Seite an. Drehst die Handflächen nach oben. Jetzt ziehst du hier deine Ellenbogen nach hinten, hinter den Körper. Bringst die Arme wieder lang und drehst die Handflächen nach unten. Zieh die Ellenbogen nach unten, Handflächen hoch. Arme hoch, Handflächen nach unten. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief. Jawohl, Oberkörper ist schön aufrecht. Deine Körpermitte ist immer noch schön aktiviert. Noch zwei. Jawohl, Arme hier halten, kleine Kreise. Richtungswechsel. Sehr schön. Und halten. Bring deine Arme nach vorne, dreh die Handflächen nach oben, zieh hier die Ellenbogen nach hinten, ganz weit, bring die Schulterblätter zusammen, schieb die Arme vor und dreh die Handflächen wieder nach unten. Nach hinten, ganz langsam und nach vorne. Und ziehen. Ja, spür, wie die Schulterblätter arbeiten. Geht hier nicht um Schnelligkeit, geht hier wirklich drum, dass du das ganz bewusst ausführst. Dass du deinen Atem spürst. Zwei. Jawohl, von halten. Machst du hier kleine Kreise. Andere Richtung. Jawohl, halten. Bring die Arme nach oben und zieh dann hier die Ellenbogen nach hinten, unten, auch hier wieder Schulterblätter zusammen und nach oben. Handflächen zueinander, Handflächen nach vorne, wenn du nach unten ziehst, Handflächen zueinander, wenn du nach oben kommst. Jawohl, und dann auch hier noch zwei. Sehr schön. Und dann bringst du die Arme über die Seite nach unten und du entknotest mal deine Beine und schwingst die Beine auf die linke Seite. Und dann gehen wir hier rechts in die Unterarmstütze. Das heißt, dein Ellenbogen ist direkt unter der Schulter und du hast Länge und Weite in deinem Oberkörper. Du hebst dein oberes Bein auf Hüfthöhe an, nimmst deine linke Hand an den Nacken. Jetzt ziehst du hier dein Knie Richtung Brust und deinen Ellenbogen Richtung Po. Und dann streckst du lang. Ranziehen und lang. Ran und lang. Schön in diesen Side Crunch gehen. Und noch zwei. Ja.
Jawohl. Und dann ablegen. Bring den Arm lang nach oben. Und jetzt hebst du hier dein Becken an und wieder senken. Und wenn du sagst, was, Becken heben, weiß ich gar nicht, wie soll das denn funktionieren? Dann bringst du den Arm nach vorne, geh auf die Faust und schau mal, ob du hier ganz leicht dein Becken heben und senken kannst. Ja? Spannung in der Körpermitte, hoch und runter. Schön gerade nach oben bringen und wieder tief. Noch zweimal. Jawohl. Und dann senken. Bring den Arm nach unten. Und dann kommen wir hier über die Seite nach oben. Du schwingst deine Beine auf die andere Seite. Und wir gehen hier links in die Unterarmstütz. Länge und Weite wieder im Oberkörper. Nimm die rechte Hand an den Nacken, heb dein rechtes Bein an. Dann gehen wir auch hier wieder in den Crunch. Knie Richtung Brust, Ellenbogen zur Hüfte und lang strecken. Und letztes Mal. Jawohl, und dann winkelst du das Bein an, streckst den Arm lang nach oben oder positionierst ihn wieder vorne, je nachdem, wie es auf der anderen Seite geklappt hat. Und dann hebst du hier dein Becken und senken. Zweimal. Sehr schön. Bring dein Becken nach unten, bring den Arm nach unten und wir drehen uns jetzt. Du setzt deine rechte Hand auf, du setzt die linke Hand auf und du kommst hier zuerst in den Vierfüßler. Gehst aber von hier gleich mit dem rechten Bein nach hinten in die Streckung. Stell den Fuß auf, schau, dass die Handgelenke unter den Schultern sind. Heb jetzt dein rechtes Bein an und jetzt ziehst du das Knie nach vorne, nach hinten und dann zum Ellenbogen und nach hinten. Nach vorne, nach hinten, zum Ellenbogen, nach hinten. Mit tiefe Bauchmuskulatur und die schräge Bauchmuskulatur in einer Übung. Und lass den Atem fließen. Jawohl, und wir haben noch zwei. Und letztes Mal. Und dann stellst du den Fuß auf, stellst auch deinen linken Fuß auf und hebst mal dein linkes Knie an. Einfach nur halten, atmen. Gesamte Bauchmuskulatur, zieh den Nabel nach innen. Und dann setzt du dein linkes Knie auf, holst das rechte Knie nach vorne, nimm das linke Bein schön gestreckt nach hinten. Dann hebst du das Bein an und jetzt ziehst du vor mit dem Knie zurück und zur Seite Richtung Ellenbogen. Und mach dir keine Gedanken, wenn du mit dem Knie noch gar nicht so weit nach vorne kommst. Das ist überhaupt kein Problem. Das kommt von Mal zu Mal. Je öfter du dich bewegst, je geduldiger du mit dir bist, desto schneller kommen die Ergebnisse. Letztes Mal. Jawohl. Setz dann den Fuß wieder auf. Stell auch den rechten Fuß auf, Lappy. Und dann heben wir hier das rechte Knie noch an. Halten, atmen. Und dann das rechte Knie senken. Das linke Knie nach vorne bringen. Füße ablegen. Den Oberkörper aufrichten. Atme hier ein. Und atme aus. Atme ein.
Dreh dich hier schön lang und atme aus. Lockere dich auf und du hast es geschafft. Sehr schön, eine wunderschöne Einheit für den Oberkörper und die Körpermitte. Oh, sehr schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast auch mitgemacht und nicht nur zugeschaut, denn du weißt, nur vom Zuschauen wird das nichts. Und wenn du dabei warst, dann nimm doch gleich am Gewinnspiel teil. Jeden Donnerstag ziehe ich eine Gewinnerin, einen Gewinner aus dem Lostopf. Wie du dabei sein kannst? Ganz einfach. Du abonnierst meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Du likest dieses Video und du kommentierst unter diesem Video, ob es dir gut getan hat. Du kannst auch gerne mal einen Wunsch äußern. Oh, es wäre so schön, wenn du mal ein Video da und darüber drehen würdest. Ja, Hauptsache du kommentierst. Wenn du diese drei Dinge erledigt hast, dann landest du automatisch im Lostopf und darfst dann gespannt sein, ob du eventuell am Donnerstag gezogen wirst. Jawohl, ich wünsche einen grenzgenialen Tag, genieße ihn, lass es dir gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, hier ist Kate.